Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Die zweite Folge in dem neuen Jahr 2020. Wir haben Tag 14, 17 Uhr. Das heißt, wir haben nur noch 5 Stunden in-game, um unsere Base hier auszubessern. Das wird knapp. Ich habe schon mal Eisen gefarmt, 1000. Die habe ich schon mal einschmelzen lassen. Habe schon mal Pflastersteine hergestellt. Und Lehm haben wir auch schon ein bisschen. Das ist schon mal gut. Ich wollte nämlich hier außen... Ach, das können wir ja nicht. Wir müssen erstmal wieder oben rum. So, daran müssen wir uns auch erstmal gewöhnen. Denn ich würde gerne von hier das hier erstmal verstärken. Und wir wollen, beziehungsweise hatte ich vor, zumindest die an der Wand ist, die Reihe Spikes, mit Eisen verstärken. Dass das safe ist. So, das sollten wir vielleicht noch machen. Und wenn es geht, hier noch mindestens Holzgitter, wenn ich gucke, Eisengitter machen. Aber ich glaube, das werden wir nicht alles wirklich schaffen. So, ich hoffe, die Pflastersteine reichen hierfür. Mal hier erstmal. Also, Blutmond steht heute an. Ob wir alles absicherungsmäßig schaffen werden, weiß ich nicht. Wir können uns ja leider auch nicht verteilen. So. Müssen uns auf jeden Fall ranhalten. Oh, Level Up. Die müssen wir erstmal ein bisschen sammeln. Wir wollen ja den Bohrer langsam mal hinkriegen, ne? So. Das ist ja jetzt, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Ne, das wollte ich nicht machen. Das untere wollte ich machen. So. Jetzt gucken wir mal kurz nach. Wooden. Wo finde ich denn das? Hier. Sandra. Wie viel kann ich machen? So viel brauche ich, glaube ich, nicht. Ich brauche 12 Stück. Kannst du schon mal fertigen. Ich gehe mal gucken nach dem Eisen. Nein, nicht wieder. Ah, das war zu. Daran müssen wir uns mal dran gewöhnen. Hochspringen und dann zieht er sich selber hoch. So, wie sieht es denn hier mit den Eisendingern aus? Da hatte ich ja schon welche anfertigen lassen. Kann ich mittlerweile mehr machen. 34. Na, dann mach mal. So, Spikes habe ich... Hast du noch 7? Das ist nicht viel. Spikes. 9. Ist genauso schlimm. Oh. Gut. Dann würde ich sagen, das wird man mal so lassen. Warte mal, der Defense, wo vielleicht noch keine Gitter sind, dass wir die zuerst machen. Dass das auf jeden Fall abgesaved ist. So. Spikes habe ich ja schon mal eigentlich ein bisschen ringsrum gemacht. Fällt mir gerade ein. Oh, oh, jedes Mal erschrickst du erstmal, wenn dieses Gewitter kommt, ne? 18 Uhr. Dass das erstmal abgesaved ist. Ja, Gewitter, wir haben dich gehört, ne? Das können wir noch mitmachen. Ich weiß halt nicht, ob die... Ja, super. Das läuft, das läuft. Lauf erstmal in die Spikes rein. Gönn dir mal einen Schluck. So, brauchen wir nicht so lange, weil wir müssen noch weiter arbeiten. So, die Reihe ringsrum an der Hauswand mit verstärkten Spikes wäre schon mal richtig ideal. Wenn wir das schaffen würden. Natürlich ein enormer Zeitaufwand, ne? Ich hoffe, die Zeit wird uns reichen. Beziehungsweise müssen wir gucken, wie die Eisen uns reichen. So. Da war es schon vorbei, ne? Zum Glück habe ich die Spikes schon überall gemacht. So. Am Ende brauchen wir hier noch welche. Zur Absicherung. Haben wir jetzt diese... Da sind sie. So. 12 Stück. Mal gucken, ob die reichen. Und die nächsten Eisen nämlich dafür benutzen, das abzusichern. Hatten wir auch mittig? Ja, wir hatten immer mittig genommen, ne? Bleibt sogar eins übrig. Mensch, du.
Eins, zwei. Wollen wir das können wir machen? Eins. Machen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also noch sechs davon. Wood. Sechs bräuchten wir noch. Zentral hat man, ne? Kann ich nichts mehr herstellen, weil wir kein Holz mehr haben. Alles klar. Da fehlt es uns an Holz. Schaffen wir das noch? Das müssten wir noch schaffen, oder? So weit sind sie ja nicht weg, die Bäume. Haben wir die hier oben? Idealste Vorbereitung sind es natürlich nicht. Wir waren wieder relativ lang unterwegs, ne? Aber ich denke mal, das ist der zweite Blutmond. Da sollte es keine großen Überraschungen geben. Wobei, wir hatten ja schon eine große Überraschung, dass wir eine Schreierin vor ein paar Tagen hatten. Jetzt schon, obwohl wir noch nicht mal den zweiten Blutmond hatten. So, reicht das eventuell schon? Jawohl, das reicht sogar schon. Ich brauche bloß sechs Stück, die kannst du schon mal fertigen. Ich würde mal noch den hier mitnehmen. 19 Uhr. Drei Stunden noch. Nein, okay, weiter geht's. Müssen auf jeden Fall die Eisenproduktion in den Griff kriegen, dass wir hier bei der Eisenbahn herstellen. Warte mal, wir haben hier draußen, glaube ich, noch was. Das ist gut. Das sieht gut aus. Sieht sonst doof aus. Das noch. Sehr gut. Da wollen sie jetzt nicht gleich rumkratzen, denke ich mal. Das wäre schon okay so. So. Ja, das noch reparieren. Da haben wir dieses Eisen nicht. Ist okay. Passt. Dann. Türe zu. Dann bauen wir die hier noch rein. Ist natürlich auch kein guter Schutz, wenn wir die nicht verstärken. Aber immerhin. Dann haben sie hier so einen Zwischenkorridor. Weil sie doch dort wieder reinkommen sollten, sind wir hier erstmal abgesichert. Können wir erstmal reagieren. So, gleich ist es um 8. Die Zeit verrennt. Die Zeit verrennt. Das nehme ich mit. 28 neu ansetzen. Habe ich hier noch welche drin? Nein. Dann haben wir die schon alle verarbeitet. So, das heißt, einen Hammer schnappen. Halt, Stopp, eins hoch. Ich will erstmal die Gitter machen. So. Noch eins kann ich nie verstärken, ne? Ne. Okay, die verbrauchen immer 10. Oh, lalalala. 2, 4, 60, 70 bräuchte ich noch. 70 an der Zahl. Das bis 22 Uhr schaffen, ist natürlich die Frage. So. Der Chunk-Turret hat noch etwas Munition, falls alles schief geht. Den habe ich immer dabei. Da unten haben wir, glaube ich, irgendwo noch einen stehen, genau. So, wie sieht es denn überhaupt mit der Munition aus? Wir haben hier 55 Schuss, das ist gut. Eine Pistole hat man... Ja, komm, hier. Volle Bewaffnung, ne? Wir müssen erstmal... Hier kommt das hin und das hin. Die Kohle können wir... Hatte ich nicht gerade? Ach, die habe ich da oben hingehauen. Alles klar, die Kohle hier gar nicht hin. Das wollte ich haben. Gut, dann... Da. Pflastersteine lassen wir mal. Lehmische Erde. Zack. Sand kommt da hin. Zack, zack, zack. So. Dann auf jeden Fall das, falls es richtig hart auf hart kommt, das auf Ersatz. Dann Munition, Munition, Munition. Eisenspitzhacke weg.
Den haben wir auch mal hier vorsetzen. Da können wir schon mal die doppelläufige Schrotflinte hier hin. Und hatten wir nicht noch eine Pistole? Spielt mal ein, wir hatten eine Pistole gefunden. Da ist er doch. Geht doch. So. Jetzt erstmal durchladen. 521 Schuss. Sehr gut. 34 Rot. ...82 Schuss für die AK-47. Besser können wir es doch nicht haben. Für diesen Blutmund. Müssen demnächst mal gucken. Chemietisch können wir jetzt auch bauen. Dass wir den mal machen. Aus dem Grund... ...dass wir eigene Munition herstellen können. So, Dreie könnten wir jetzt wieder herstellen. Gleich 21 Uhr. Ich glaube nicht, dass wir das komplett schaffen werden. Aber ist nicht so schlimm. Haben wir noch ein paar Fackeln übrig? Eine. Was brauche ich für Fackeln? Tierfett, Stofffetzen und Holz. Haben wir. Mach mal 5. So. Stofffetzen haben wir da noch was? Ja. Oh, 21 Uhr. Gleich geht's los, ne? So, können wir schon mal 4er machen. Noch 2 brauchen wir. Da können wir immerhin 5 machen. Vielleicht schneller. So, eine Etage tiefer, komm mal. Let's do this shit. Langsam wird's eng, aber machbar. Ich gehe doch davon aus. Dahin und dahin. Dann passt das. Dann brauche ich den Hammer. Wo waren wir nicht stehen geblieben? Hier. Halbe Stunde noch. 1, 2, 3. 30 Stück brauchen wir noch. Das frisst halt viele Reserven, ne? Beziehungsweise Ressourcen. So, bevor wir es vergessen. Wo sind sie? Hier. Mehr vereiste Spikes schaffen wir nicht. Deswegen platzieren wir das hier hin. Und die behalten wir mal bei uns. Falls was passiert, irgendwo durchbrechen, können wir die noch dazwischen platzieren. Ja, wir haben gerade mal 3 hier, ne? Das sind die letzten 6. Das heißt, wir können noch nicht immer weitere machen. Okay, gut, dann ist das halt so. Dann ist das mal aus Holz. Weil die brauchen ja 10 von den geschmiedeten Eisen. Und da kriegen wir gerade mal 9 hin. Da haben wir noch irgendwas, was wir einschmelzen könnten? Nein, ne? Könnten die Dosen opfern. Aber da kriegst du, glaube ich, kein Eisen raus, oder? Doch, Iron. Hätte ich nicht gedacht. Einen kann ich fertigen, dann wären wir bei 10, dann können wir wenigstens noch 1 machen. Wie spät haben wir es denn? Oh, es geht los. Es geht los. Ladies and Gentlemen, zweite Blutmondnacht. Man hört's schon. Let's go. Hier raus. Oh, oh, oh. Sie wüten, weil sie sauer sind.
Weiß leider nicht, wo die sind. Wir gucken mal hier. So, hier haben wir hier so einen kleinen Rundumblick. Hier sind sie schon mal nicht. Da, wo die Spikes verstärkt worden sind, wo sie in der letzten Blutmondnacht durch sind. Hier an der Wand sind sie nicht. Das heißt, die müssen da, da oder da sein. Guck mal hier, das geht so nicht. Okay, und es gibt Hunde. Es gibt Hunde. Nein, Google. Ich habe nicht gesagt, okay, Google. Was kommt da aus, Person? Hier ist nichts zu sehen. Ist halt spannend zu sehen, wo werden sie durchkommen, ne? Ich höre sie nur. Ich sehe sie gar nicht. Da, wo ich dachte, dass sie da gleich wieder durchkommen werden. Was war das? Das sind die Spikes, okay. Also, wir müssen definitiv zusehen. Da hinten läuft einer. Ah, ist so verschwommen, ne? Jetzt rennt er. Mit uns. Die XPs gehören mir. So, wenigstens ein. Dieser, wir müssen aufpassen. Boah! Da ist einer durch. Okay, hoch, 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 hoch. Ja, hör auf. Immer mit der Ruhe. Puh. Ja, sie sind dorthin durch das, durchs Lager durch. Fuck. Okay, also, diesmal beim Lager sind sie durch. Wir müssen definitiv Eisenspikes machen. Das ist ja wieder ein Kuttelmuttel hier unten, ey. Sehr gut, dass wir unseren Junk-Turret dabei haben. Lasst ja mein Fahrrad in Ruhe, ich sag's euch. Und hört auf, mir das Zeug zu kaputt zu machen. Das ist frisch gebaut. Mein Fahrrad in Ruhe. So, irgendwo ist der. Wer bist du denn? Die dicke Mama wieder. Deine Schwester liegt doch schon. Da ist der Hund. Muss mal aufpassen. Der haut gleich mal ab, weil er Schiss hat. Und der Hund, da ist der Hund. War aber ein Headshot. Dann halt jetzt. Gut. Also, diesmal sind sie da hinten durch. Das klingt so, als würden sie noch irgendwo versuchen, durchkommen zu wollen. Wäre jetzt natürlich noch irgendwo ein Hund. Wir können natürlich jetzt nicht mehr von unten verteidigen. Was wir aber machen könnten. Solange die ja nicht hier oben hinkommen, ne? Das klang so, als wäre da gerade ein Hund verendet. Alles klar, jetzt versuchen sie es von hier vorne wirklich tatsächlich. Lass doch meine Spikes in Ruhe. Also es ist auf jeden Fall bedeutend mehr los, ne? Der ist auch hier verendet. Das Blöde ist halt, man kann jetzt, glaube ich, nicht, wenn wir schnell sind, was sie ja risikoreich wäre, könnten wir das zumauern. Na komm, nur Riskknuffern.
Ja, keine Pflastersteine, egal. So, jetzt können wir uns wenigstens mal um die Zombies hier kümmern. Die stapeln sich nämlich hier schon mittlerweile. Oh, du kleiner Bauer, na komm her. Auch du wirst bedient. Alle werden so hier bedient. Okay, die haben mir schon die Steine durchgehauen. Achtung, wenn das durch ist, war's das. Nachladen. Und noch so ein dicker. Lade nach. Kein Eisen mehr dafür. Puh. Versuchen Sie es wieder woanders. Ups. Oh, Gott sei Dank. Gerade noch so gesehen. Dank des Tankgerüts. Ach, guck mal, jetzt haben sie ein neues Loch gebuddelt. Ja, wir brauchen auch Beton. Wir müssen uns echt langsam um Beton kümmern. Die hält zwar auf, die haben glaube ich 1500 mittlerweile an Absicherung. Aber ihr seht's. Die suchen sich die schwächere Stelle in der Wand. Da war auch hinten noch Holz. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich das verstärke. Aber wir hatten ja eh keine Pflastersteine mehr. So, dann haben sie sich das geholt. Na gut, dann bleiben wir hier oben. Kommt von hier oben aus. Ecke ist noch irgendwo einer. Hier wird kein weiteres Loch gebuddelt. Ich sag's euch. Liegen bleiben. Ah, so eine Spinne. Hm, das ist da erfreulich, sowas. Als Spinnenliebhaber. So, das verdreht auch viel. Die Schattenspiele hier noch. Ich dachte gerade, einer hinter uns ist einer. So, was habt ihr denn da unten mit meinen Stützpfosten? Ihr wollt echt, dass das Haus einstürzt, oder? Aber zum Glück hatte ich den Junk-Turret dahin installiert. Oh, zweiten Fähigkeitspunkt. Innerhalb von einer Folge. Sehr gut. Dadurch hat er mich gewarnt und ich konnte noch schnell hochflitzen. Ansonsten, glaube ich, wären wir jetzt überrannt worden. Von hinten. Das wäre dann der nächste Tod gewesen. Ja, müsstest du den Raum hier in Kammern unterteilen. Dass der vielleicht doch abgesaved ist. So, ich glaube, das geht, haben sie jetzt mittlerweile da auch durch. Jetzt ist es richtig risikoreich. So, der Junk-Turret scheint alle zu sein. Dann müssen wir den Rest machen. Nee, doch nicht. Ist doch. Ach, das ist der hintere. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, der ist doch alle. Aber wir haben ja hier hinten noch einen stehen. Und ich glaube, das war's, oder? Haben wir es geschafft? Zumindest ist gerade Ruhe. Ordentlich Munition gefressen hier. Nee, doch. Das geht doch nicht geschafft. Okay, also hier haben sie da reingebuddelt. Ordentlich. Und hier hinten hat man ja dicht gemacht. Und hier hinten war noch mit Holz. Das haben sie gleich eiskalt ausgenutzt, ne? Da hinten läuft noch jemand. Gleich mal provisorisch zu, natürlich. Auch wenn das nichts hält.
Und wenn die wieder ankommen, dann war es das wieder. So. Nee, nee. Du sollst hier hin. So. Aber so wie es klingt, ist das Schlimmste überstanden. Und von der Seite, wo sie das letzte Mal gekommen sind, wo wir es verstärkt haben, haben sie sich nicht einmal dran getraut, ne? Dass das mal alles hier umgearbeitet haben. Keine Chance. Hier müssen wir auf jeden Fall mit Spikes arbeiten. Eisenverstärkten am besten. So, die stellen wir hier gleich mal hin. So, dann sind wir erstmal da auch wieder safe. Das, dann werden wir das hier auch noch auf. So. Also, so viel Schaden haben sie diesmal gar nicht angerissen. Da 4 Blöcke raus. Hier den einen. Und das war's. Ach, wie das aussieht, ne? Rot. Alles tiefes Rot gedrängt. Noch 2 Stunden. Da hinten dort noch einer rum. Wir gehen erstmal rein. Wir warten wirklich ab, bis es 4 Uhr morgens ist. Aber so haben wir die zweite Blutmondnacht auch erfolgreich überlebt. Sehr gut. Das, was wir umgearbeitet haben zum Schutz, das haben sie komplett einmal ignoriert. Ja, gut, dann ist das halt so, ne? Können wir ja dann auch nicht ändern. Und da läuft sie. Ich hab bloß noch einen Schuss, ne? Ich bräuchte den Scope, ey. Oh. Jetzt schon. Jetzt schon. Die hässlichen Geier. Ich habe einen Schatten gesehen. Wo ist er denn? In der zweiten Blutmondnacht. Seit wann das? Hilfe. Gut, wir sind ja relativ geschützt, weil wir hier so einen Fensterrahmen um uns herum haben. Aber das ist schon heavy. Oh, Vorsicht. Die haben ordentlich... Oh, das ist ein Lootbeutel. Haben sie ordentlich weggehauen, ne? Aber sie sind hier nur durch. Also die haben nicht versucht, da durchzukommen. Erstaunlicherweise. Gut, in einer Stunde wissen wir mehr. Dann ist diese Blutmondnacht vorbei. Dann haben wir es geschafft. So, dann würde ich sagen... Die hauen wir erstmal hier wieder mit rein. Weil wir da kaum Munition haben. Die Pistole, die würde ich sogar mitnehmen. 300 lassen wir hier. Schrotflinte nehmen wir mit, falls was ist. Das Glas, warum haben wir überall? Haben wir schon Glas? Hier haben wir schon Glas. Pflastersteine, die haben wir hier auch erstmal mit rein. So, das kann erstmal hier wieder mit hin. Ist ja auch, ist im Moment ja ruhig. Da können wir uns das mal erlauben. So, zum Bauen den Hammer lassen wir jetzt erstmal hier. Das ist wichtig, das müssten wir mitnehmen. So, das. Wir haben wieder Durst. Das lassen wir hier. Okay, das können wir mitnehmen, die 2. So, das könnten wir hier lassen. Das müssen wir einfach hier mit reinhauen. Noch mehr Holz, wir uns mal sehen. Ölschiefer. Jetzt hier hinstellen, zack. Dann haben wir hier ein bisschen Munition. Die Schaufel nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Fackeln brauchen wir nicht. Glasbrücke ist klar wegen zu trinken. Das brauchen wir wegen abbauen. Das ist für die Tiere. Wir haben noch trübes Wasser, was wir doch kochen können. Zumindestens. Stück. Das können wir erstmal hier lassen.
Rezepte. Wasser. Zack. So. Und sieht das schon mal gut aus? Ist das schon mal gut vorbereitet? Was zu essen? Chitons. Und das andere ist... Das sehen wir mal hier. Und den Schraubenschlüssel auch mit hier runternehmen. Ist jetzt nicht so... Ja, doch, so kann man das lassen. So. Dann sind wir nämlich mal gewappnet für die nächste Folge, denn dann würde ich mal noch eine kleine Lootrunde einlegen. Ich würde nämlich gerne mal mit euch in das Krankenhaus hier direkt gehen, was hier in der City ist. Vielleicht finden wir da auch noch das ein oder andere schöne Teil. Genau, den wollte ich schon mitnehmen. So, den können wir jetzt nochmal nachladen. Sehr schön. So, der Plan ist so, dass wir jetzt dann noch eine Lootrunde machen im Krankenhaus hier in der City. Und dann kümmern wir uns hier bis zum nächsten Blutmond um die Defense. So, wir haben es 4 Uhr am Morgen, das heißt, Zombies sind natürlich immer noch aktiv, aber sie sind bedeutend langsamer. Du bist wahrscheinlich leer. Wir haben Hunger, sagt er. Na, dann ist mal hiervon was. Dann ist das auch gut. So, wo hatte ich... Ich hatte irgendwo einen Lootbeutel gesehen. Ich hoffe, der ist noch da. Ja, sehr gut. Wenigstens einen. Hier haben sie die kompletten Spikes weggemacht. Jo, das lässt sich ja sehen. Vorschlaghammer. Haben wir jetzt mehr als genug. Die kriegen wir gar nicht verkauft. Aber die haben es nicht versucht hier durch die Mauer, ne? Also mit diesen... Pflasterstein bist du schon mal ganz gut bedient. Und wenn du es schaffst, dann demnächst auf Beton umzusteigen, dann ist es für die Zombies zumindest heavy. Hier haben sie es versucht. Hier haben sie auch einen weggekriegt. Okay. Gut, also das heißt, wir werden in der nächsten Folge, wie gesagt, hier in der City, da hinten, wo der, wo diese Antenne ist oder was auch immer, das ist da auf dem Dach, da ist das Krankenhaus, das werden wir mal durchlooten. Da werde ich... Werden wir, denke ich, mal ein, zwei, vielleicht sogar auch drei Folgen brauchen, weil das ist mega groß, dieses Krankenhaus. Und wenn wir das gemacht haben, geht's zurück und dann heißt es bauen, 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 looten. Also nicht looten, sondern Material, ja, Materialien looten eher. Wir brauchen viel Eisen, viel Eisen. Vielleicht gucken wir mal, was uns ein Betonmixer kostet, dass wir das mal in den Griff kriegen. Und dann geht's los mit dem Defense-Rezept. Ausbau, aber so richtig. Das war eine neue Folge von 7 Days to Die. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen positiven Daumen nach oben da. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und mein Kanal, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und wir sehen uns schon morgen in einer neuen Folge von 7 Days to Die wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Vorbeischauen und bis morgen. Macht's gut. Ciao.